Morgen, ihr Lieben. Benni und ich sind jetzt auf dem Weg zu Skriva, zu unserem zweiten Tag. Wir haben uns einen Workshop gebucht, der komplett ausgebucht ist. Also wir sind sozusagen VIPs heute. Und eigentlich hätten wir in der Bahn da hinten sitzen müssen. Es war seine Schuld. Das Leben. What? Nein. Das Leben ist manchmal sehr ungerecht. Genau. Also ich habe gedacht, ich versuche das jetzt auch mal mit diesem Vlog. Und es ist Bennys Aufgabe heute, mich daran zu erinnern, dass ich häufig genug das Handy raushole. Schön. Um euch mitzunehmen. Und mal gucken, ob mir das gelingt. Wenn es mir gelingt, dich zu erinnern, ne? Richtig. Ah, ich weiß, wie das endet. Also, wenn ihr dieses Video nie zu sehen bekommt, war es Bennys Schuld. Bis dann, tschüss. Tschüss. Anmerken, dass ich dieses Buch bereits gelesen und rezensiert habe und es ist ein sehr guter Krimi. Wir haben diesen Laptop getötet und deswegen esse ich lieber die Schokocroissants, die der Benjamin mir gebacken hat. Er hat tatsächlich da drin Kinderriegel eingewickelt und das dann in den Ofen geschoben, weshalb die natürlich sehr gut und lecker sind. Kurzes Update, wir haben jetzt hier gerade den ersten Teil des Workshops bei Bettina Wüst absolviert. Es geht hier so um Figuren und Storytelling-Psychologie, glaube ich. Ich kriege den Titel nicht mehr. Ich blende euch den Titel einfach hier mal kurz ein, weil ich es jetzt gerade aus dem Gedächtnis nicht hinkriege. Sehr interessant auf jeden Fall. Wir machen viel mit Transaktionsanalyse und wir haben uns gerade ein paar Szenen aus Ziemlich beste Freunde angeguckt. Also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, ist ein französischer Film, großartiger Film, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Und wir haben dann halt geguckt, wer hat hier das freie Kind, wer hat dieses kontrollierende Erwachsenen-Ich und so. Und das war auf jeden Fall total interessant. Wir machen gerade nur eine kurze Pipi-Pause und dann geht es gleich weiter. Und wir haben natürlich auch noch eine große Pause. Da werden Benni und ich wahrscheinlich irgendwo am Klotwigplatz was essen gehen. Auf jeden Fall bis jetzt schon sehr interessant, sehr kurzweilig. So, Mittagspause. Benni und ich sind jetzt auf dem Weg. Ich bin der Benjamin, hallo. Das ist der Benjamin. Wir gucken jetzt mal am Klotwigplatz, was wir uns da so zu essen holen. Keine Suppe, aber auch kein Döner. Nein, Döner hatten wir gestern. Heute holen wir uns was anderes. Wir wissen noch nicht was. Wir gucken einfach mal, was es gibt. Und, oh Gott, wann müssen wir eigentlich zurück sein? Das sehen wir gleich bei Google, weil im Internet steht das, wann Gut. wir zurück sein müssen. Wir begeben uns in das fabelhafte Internet und gucken es nach, aber erstmal essen. So, wir haben gerade erfahren, dass wir gar keine anderthalb Stunden Pause haben wie gestern, sondern dass wir nur... Benni, wo gehst du hin? Wir müssen hier lang. Guck mal, da ist der Döner, wo wir gestern waren. Das heißt, wir sind hier richtig. Was ich sagen wollte, wir haben keine anderthalb Stunden Pause wie gestern, sondern nur eine Stunde. Und deswegen sind Benni und ich jetzt spät dran. Aber
ganz kurz, wir haben gerade Transaktionsanalyse gemacht, Egogramm, und Benny hat bei mir voll auf die 12 getroffen. Und wir machen jetzt weiter und ich darf jetzt gar nicht mehr mit euch reden. So, jetzt ist Krieger vorbei. Wie war denn euer Wochenende? Super. 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 Ja, anstrengend, aber super. Ja. Und ihr macht das nochmal, oder? Ja, ja, doch. Ich denke schon. Ja. Wir gehen jetzt mal in uns, mal eine Runde analysieren, genau, die Fragebögen lesen. Und dann schauen wir mal, wie die Resonanz ist. Und wir alle sagen, möchten wir gerne wieder, dann lassen wir uns überreden. Also ich bin eigentlich schon am Plan, was wir nächstes Mal machen. Vielen Dank für diese tolle Tagung, für dieses tolle Wochenende. Schön, dass ihr da wart. So. Wir sind jetzt wieder zurück. Skriva ist vorbei und ich fand's gut. Ja, was sagt Benny? Ich auch. Es war dadurch da, dass das Programm nicht für Anfänger war, fand ich's definitiv gut. Hat mir gut gefallen. Ich habe einiges davon gelernt. Aber was ich halt wichtig finde, auf jeden Fall, dass man das jetzt nochmal verinnerlicht. Und also wir kriegen da auch noch von den einzelnen Teamleitern, von den einzelnen Vortragenden, die da Vorträge gehalten haben, kriegen wir noch so ein Handout irgendwie geschickt. Und das ist halt wichtig, das Ganze entweder wirklich dann auch umzusetzen oder sich das Ganze vertieft nochmal anzueignen. Zum Beispiel wie das, was da liegt, das Buch, die Transaktionsanalyse. Genau. Wieso liegen die Bücher eigentlich da? Weil die könntest du eigentlich jetzt hier im Video zeigen. Moment. Also, ich habe zugeschlagen. Also erstmal, ja, was Benny gesagt hat, das ist alles richtig. Die Organisatorin Elke Pistor und Angela Esser, die haben ja auch Wert darauf gelegt, dass, weil es gibt ganz viele Fortbildungen für Anfänger, also für Leute, die sagen, oh, ich würde hier gern Schriftsteller werden. Das war jetzt aber gezielt für Leute, die schon einiges wissen, und es waren noch eine Menge Profis da. Und es gab halt auch so einen Bücherverkaufstisch, und ich habe mir da 3 Bücher insgesamt gekauft. Einmal das hier. Rettet die Katze, das passte zu einem Vortrag von Elke Pistor. Das werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Und dann, also es geht darum, dass wenn man ein Kätzchen rettet, dass man ja direkt sympathischer rüberkommt. Ist sympathisch das richtige Wort? Oder man soll den Hauptcharakter etwas tun lassen, was ihn charakterisiert. Also zum Beispiel eine Katze retten lassen, dass er dann sympathischer rüberkommt. Genau. So, ja. Weil wir alle lieben Menschen, die Katzen retten. Ihr könnt auch Hunde retten lassen. John Wick hat zum Beispiel einfach dadurch, dass er einen Hund, also wer John Wick gesehen hat, der ist ja komplett vereinsamt, weil seine Frau getötet wurde oder weil er seine Frau verloren hat. Aber dadurch, dass er einen Hund hat, kann man halt ganz oft sehen, dass er auch fürsorglich ist dem Hund gegenüber, bis dann halt die Bösewichte kommen und seinen Hund töten. Spoiler! Okay, deswegen sollte man die Katze retten. Ja, dann, das Buch habe ich mir auch geholt. Das ist schon seit 2 Jahren oder so auf meinem Wunschzettel. Hier so Helden, Helfer und Halunken. Kann ich noch nichts zu sagen. Ich habe neulich auf Instagram gesehen, dass es gut sein soll. Weiß ich noch nicht. Ich muss es selber lesen. Also auf mich macht es einen Eindruck wie ein... Also, es ist böse gemeint, es ist wertend gemeint, aber Anfängerbuch. Halt die Basics, die guten Basics. So. Und womit Benny und ich uns heute in unserem wundervollen Workshop bei Bettina Wüst, Bettina, vielen Dank für diesen Tag, beschäftigt haben. 6 Stunden lang? Ja, 6 Stunden lang, und die 6 Stunden waren es wert. Die Transaktionsanalyse. Hab mir auch direkt diesen Wälzer, also ihr seht hier, wie viele Bücher sind das? Ein Buch. Ach, hier ist ja noch Gott ein Verzeichnis hinten drin. Das die, Hälfte, die Hälfte vom Buch ist einfach nur Begriffserklärung. Anhang. Okay, also bis zum Anhang sind es 410 Seiten. Ja, also da steht schon ordentlich was drin. Also da geht es halt darum, dass eine Persönlichkeit ja aus verschiedenen Teilaspekten besteht, wie zum Beispiel das, wie hieß das, das kindliche, nicht das kindliche Ich, das...
Es gibt das kontrollierend erwachsene Ich, dann das erwachsene Ich, das fürsorgliche Eltern Ich, das angepasste Kind, das freie Kind. Angepasstes Kind, freies. Steht hier drin. Freies Kind, rebellisches Kind. Genau, sowas. Also das haben wir heute alles gelernt und dann haben wir halt gelernt, wofür stehen diese Aspekte und bei jedem Menschen sind die unterschiedlich ausgeprägt und das war ganz interessant und da kann man eine Menge Sachen draus lernen und ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal reinziehen. Und alles in allem fand ich, Skriva war eine gelungene Veranstaltung. Der Samstag bestand aus ganz vielen Vorträgen. Heute habe ich euch mitgenommen zum Sonntag. Da konnte man sich noch zu einem Workshop anmelden, wenn man es wollte. Das haben wir getan. Der Workshop war komplett ausgebucht. Die anderen, glaube ich, auch, hatte Elke erzählt. Genau, war alles ausgebucht. Und wie ihr schon in diesem Video mitgekriegt habt, Skriva soll es auch im kommenden Jahr geben. Und ich werde im Frühjahr wahrscheinlich. Ne? Ja, wahrscheinlich im Frühjahr, wenn alles klappt. Und nicht im Herbst. Und ich werde natürlich auf all meinen Netzwerken das dann wieder streuen, damit ihr das auch alle mitkriegt, weil ich habe oft gehört, oh nein, ich wusste das nicht, dass es das gibt, hätte ich voll Bock drauf gehabt und so. Also werde ich auf jeden Fall streuen, dass ihr das auch mitkriegt. Und ich hoffe, mein erster Vlog hat euch gefallen mit der Unterstützung von Benjamin Spang. Das bin ich. Genau, ich werde seine Kanäle natürlich auch unten in der Infobox für euch verlinken. Oh, das ist aber nett. Ja, ich bin ein netter Mensch. Ich auch manchmal. So, und wenn euch dieser Vlog gefallen hat, wenn ihr ihn toll fandet, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ne? Benjamin macht das auf jeden Fall. Tut er. Ja, wenn ich dran denke. So. Und ansonsten sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder oder auf Twitter oder auf Instagram oder auf Facebook oder auf einer der zahlreichen Veranstaltungen, die ich besuche. Bis dahin. Tschüss. Ciao.